Jo Leute, herzlich willkommen zu dieser Runde Dota 2 mit Lifestealer. Wir spielen wieder Hard Carry und Lifestealer wurde gebufft im letzten Patch. Seine Innate, sein Laben Feast ist etwas besser jetzt und er ist durchaus wieder spielbar. Ich habe Mob of Venom geholt, weil ich wahrscheinlich gegen Magnus stehe und Lifestealer so wenig Auto-Attack-Damage macht, dass man eigentlich nur Auto-Attacken kann gegen Gegner, indem man sie erst mit einem bisschen Harass rauszoont. Also gerade gegen den Empower Magnus kann ich mir vorstellen, dass es ein schwieriges Lasted-Duell wird. Ich hoffe einfach darauf, dass wir mit der Willow zusammen es schaffen, ihn immer wieder weg von den Creeps zu drücken und somit dann eben zu unserem Gold kommen. Hilfe! Das machen wir nicht. Wenn die da so steht und so angreift, seht ihr, ist die nicht allein. Da kam die Full-Bore Scatter-Blast-Snap vorbei, hat aber zum Glück nicht so viel gemacht. Da kommt noch der Patch. Zum Glück sind wir da direkt umgedreht, ey. Das ist genau sowas, wo man umdrehen muss. Der Magnus war 5-mal MVP in den letzten 10 Spielen oder sowas. Gutes Zeichen für uns, wenn ihr mich fragt. Gerne Video liken, das wäre super nice von euch. Dankeschön. Okay, sind weg. Können wir hoch. Zumindest die eine Bounty werden wir hier noch kriegen, hoffe ich. Ja, gut gemacht. Sehr gut. Nur einer bekommen, die haben tatsächlich oben keine einzige Bounty gekriegt. Unten Kurier haben sie auch verloren. Dabei waren zwei noch unten, ne? Absolutes Noob-Team. Das Ding ist gelaufen, Leute. Alles, was jetzt passiert, ist nicht mehr die Schuld von mir. Wir wollen so. Das sieht ganz gut aus hier eigentlich. Wand, Faceboots, Bracer. Okay, es ist Phoenix. Ah, Magnus ist Mitte. Auch interessant. Macht zwar recht viel Schaden, aber hat viel Cooldown auf seinem Magic Damage. Und ich kann mit Rage ein bisschen gegenarbeiten. Vor allem ist er bei weitem kein so guter Auto-Attacker wie ein Magnus. Ich krieg Creeps. Aber nicht alle. Scheiße. Gegen Patch und Phoenix selbst ist Orb auf einem trotzdem noch okay, denke ich. Und konzentrieren, weil die Last ist echt schwer mit dem. Wir haben 47 Auto-Tick-Damage. Klar, Quelling, aber trotzdem. Schade. Jetzt kommt vielleicht gleich der Hook. Woodwing war schon, Willow war schon eine Weile nicht mehr bei mir. Jetzt kommt sie wieder. Ich glaube, ich gepullt oder irgendwas hat sie da gemacht. Und den Gegner im First Blood bekommen. Okay. Ja. Nein! Doch, ich krieg beide irgendwie. Oh, ich habe hier das Ding nicht geholt. Ist nicht schlimm. Ich hab mir gedacht, dieses ist nicht so billig. Orb of Venom, Orb of Venom. Und Feast. Also Frenzy. Und da ist ein Kill. Schnell zurück. Donk. Phoenix Core ist eigentlich nicht schwach. Mhm. Auch in der Mitte wird er zurzeit manchmal gespielt sogar. Jetzt meine ich. Okay, das ist auch nett. Das kann man so machen. Also man muss immer erst zonen, bevor man Auto-Tanken kann, wenn möglich. Ja, ich hätte wahrscheinlich jetzt... Na komm, ich hole die Boots noch mit schnell, den Bracer. Sehr spielt die Video ganz gut. Ich mochte auch die Bramble Mazes. Ich hoffe, sie war dann noch im AOE von dem Banner. Creep. Aber vielleicht hätte ich jetzt schon Rage. Nee, ich nehme Rage nachher auf 1, also auf Level 4 dann. Schade. Auch kein schlechter Versuch. Ach, der hat Blue Münch genommen. Dachte, der Phoenix hat die schon genommen. Gemisst, ne? Oh, Missglück. Bonk. Ah, ja, da. Hm.
Da sind Items gekommen. Da gehe ich noch hin, weil der diven muss. Oh nice, hat sie gut gemacht. Sehr gut gemacht. Und sie lässt mir sogar den Kill. Das ist ein unfassbarer Gott. Da gebe ich sogar meinem Support einen Tango oder so tolles. Magic Wand. Ja, wir holen Magic Wand zusammen mit den Face Boots. Ich habe es eigentlich nur so ein bisschen aus Bequemlichkeit gemacht, weil wir zu Farm kommen, weil ich die Branches nicht für die Tangos brauchen werde. Da dachte ich mir, okay. Hätte man hier auch noch skippen können. Ich glaube, ich gehe direkt Radiance danach. Nach den Face Boots. Brauche hier kein Armlet bei dem ganzen Dot-Damage und so. Und ich werde wahrscheinlich recht viel gekitet werden hier. Radiant Saint Yasha. Der Patcher hat auch einfach keinen Bock mehr. Aber schwer, ne? Wenn er mich hookt, hau ich ihn einfach. Ah, da ist er. Okay, nichts gesagt. Er liebt die Lane doch noch. Kriegen ja auch Bonusleben, ne? Wenn wir Kills machen. Aber nur 5 oder sowas. Hier seht ihr die Gesamtleben, die wir bekommen. Ah, das ist mittlerweile nicht mehr so hoch. Früher waren es mal 2 pro Creep. Das ist noch einer. Ein HP-Pünktchen. Ein paar Fluffy-Heads stacken, sozusagen, ohne Inventarslots zu brauchen. Ah, vielleicht hätte ich die gar nicht in den Tower ziehen sollen. Da. Wir diese Phase, wo man richtig den Attack-Speed merkt. Also warum Lifesteal so wenig Auto-Attack-Damage hat, ist einfach Balancing, weil er über Ghoul Frenzy so viel Auto-Attack-Speed hat. Das wäre eine Kombination natürlich abartig, hätte er dann noch typischen Melee-Core Auto-Attack-Damage am Anfang. Hier wird diven, aber... Alter. Die Bramble Mace, Mann. Oh, der arme Phönix, das hat mir jetzt leid getan. Aber auch nicht so sehr, hat mich auch sehr gefreut. Oh, war das bitter. Geil. Könnte ein recht schnelles Radiance werden, wenn es so weitergeht. Könnte gut werden. Ich glaube, ich bin gerade an mein Mikro gekommen. Ich hoffe, das Störgeräusch war nicht allzu krass. Also, da ist in der Post-Production kontrolliert. Das ist zu laut, vermache ich es leiser. Wahrscheinlich sollte ich fast schon zeitgleich im Jungle sein. Mein Fest. Ah, Patch ist wieder da. Ich will jetzt ein Melee-Creep für den Dicken hier, ne? Dann komme ich zurück. Den kriege ich doch wohl. Autsch. Oh, Willow ist sehr weit weg gerade. Also ich bin alleine. Haha, ich hab's gewusst, ey. Ich könnte den Patch fast angreifen da, aber naja. Wollen jetzt nicht übertreiben, solange wir allein sind. Wir können auch sehr früh unsere eigenen Creeps hinein. Ab 75% schon. Ist ganz gut, um sich hochzuheilen. Gerade die Creeps zurückbringen, deshalb mache ich das so früh. Ja, und rechnen Gegner auch oft nicht, weil es unintuitiv ist. Ist man nicht gewöhnt, dass so früh angegriffen werden kann. Low back, Patch nicht. Patch hat auch kaum Level, der ist Level 3 oder 4 oder so. Draw ist gestorben, das freut mich. Steht 4-5 aktuell. Und ich habe 3 Kills, also die anderen Lanes haben echt Probleme. Deshalb ist es geil, dass sie gestorben ist. Sie hat auch schon 2-0 davor. Okay, nicht ohne Opfer scheinbar. Phoenix ist rüber tippet. Patch kriegt Solo XP. Gar nicht so ungeschickt von ihm. Kann ihn auch nicht töten, den Patch oder so. Ich muss einfach gemütlich weitermachen. So funktioniert mein Held. Vielleicht denke ich an die mit der neuen Blume. XP haben wir bekommen, oder? Unsere, ja. Der Elder Titan hat die genommen. Oh, er hat mich breakt, ey. Oh, wie gemein, Mann. Erstmal in Arm Henry breaken.
Oh, ich verpasse den, scheiße. Einen Creep verpasst. Jetzt das Camp oder die Flower? Ich glaube eher das Camp. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Ruckwister. Ich weiß, der ist... Ach, diese Bricks. Ich weiß, der hat kein Dismember, aber wenn er mich da reinhuckt, da stehen dann zwei, drei Leute. Ich habe Rage-TP, ne? Nicht wirklich was gegen Rage-TP. Doch, sie haben AP. Ist gerade Mitte, aber geht jetzt runter, der Magnus eventuell. Es würde so Spaß machen, jetzt einfach zu Freefarm hier, aber die Wave steht schlecht. Ich mach's nicht, trau mich nicht. Okay, Magnus wurde abgefangen. Hätte ich doch machen sollen. Oh, zu spät gekommen, fuck. Hab ich gesehen, was sie schon so nicht leben haben. Noch eine Wave? Ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass der Magnus sich jetzt nochmal forst. Er hatte gerade schon sehr Bock, ne? Ah. Ach komm, mal Rage auf 2. Ist auch ganz gut, wenn ich hier ein bisschen Tower-Damage mache. Eigentlich verlieren wir unseren Offlane-Tower eher als sie ihren. Hier auf der Lane. Die müssten eigentlich unseren Top einreißen und wir den hier. Das ist ganz gut, wenn ich das Gegenteilige bewirke und... Ah ne, ich hab's falsch gesagt, Leute. Normalerweise sollten sie den Tower auf meiner Lane einreißen, also mein Tier 1 hier. Und wir sollten den auf der Top-Lane einreißen. Der auf der Top-Lane steht zwar noch, aber unserer hier, der eigentlich fallen sollte, steht auch noch. Und ich mache viel Schaden auf den Gegner-Tower, was sehr untypisch und sehr geil ist. Keine Gloves, kein Broom. Damn. Ich will da noch nicht hin. Ups, ich will meinen Sacred Relic farmen. Ich glaube, es ist Bracelet einfach in dem Game. Nicht so geil, aber... Ja, on it. Er hat genau gesagt, was ich auch gerade zu euch gemeint habe, auch wenn ich es sehr schlecht und lang formuliert habe. Ist sehr gut, dass ich hier pushe, aber das Problem ist, dass wir halt alles verlieren. Das sollte nicht das Ziel sein. Moons höher. Also das war ganz schlimm da oben. Ich dachte aber auch nicht, dass wir da so aufs Maul bekommen, natürlich, ne? Hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht sogar tippet. Dwarf wird dann nicht alleine bleiben. Ich glaube, die werden die supporten. Also ich werde nicht versuchen, die zu diven oder sowas. So wie die sich bewegt, ist sie jetzt schon nicht allein. Alter, ich check nicht, warum es da oben alles immer stirbt. Aber Magnus ist halt irgendwie auch krass, ne? Hab ich ja selber gemerkt bereits beim Spielen. Wir müssen auf meinen Kurier achten. Ich glaube, der kommt da lang. Keine Bounty. Doch, da ist eine Bounty. Die Willow mal kurz. Tja, Kuri könnte ja auch durchaus sterben, ne? Ich den da hochschick. Spätestens mit dem Radiance werde ich mich den Kämpfen anschließen. Wenn es irgendwie möglich ist, ich könnte zum Beispiel in den Storm rein, bis dann am Wall Lightning, gerade wenn er dann Level 12 ist, Level 2 Ulti hat, sowas hätte Potenzial. Ich nehme hier den Schaden mit in Fest. Ich habe gesehen, das hat mehr Winrate, Leute, als das andere, obwohl das andere die meisten nehmen. Deshalb probieren wir das einfach mal. Aber, na doch, ich mach's. Ich skill's direkt. Als schöne Infest-Bombe. Ich hätte auch durchaus hier die Sachen erstmal hochscannen können, aber ich habe Angst, dass ich es sonst vergesse, dass ich die 150 Schaden nehmen will. Ich könnte die töten, aber ich bräuchte plus 1. Können da halt die einfach jumpen zusammen mit dem Storm. Los, kommt der Storm nicht. Wer hat diesen Mega-Kill jetzt? Dieser Phoenix, ne? Der hat so viel Kills jetzt irgendwie gemacht. Das geht mir richtig auf die Eier. Der hat so krass was Maul bekommen, jetzt hat er 5-2.
Ah, mein Crew ist gestorben, ja. My bad. We can jump draw if you want, Storm. Wir sind fest. Ich muss ja jetzt eh hin wegen Radiance. Wir haben's. Was haben die denn so? AP, Gast. Ja, SNY. Naga wird hier auch gut sein. Naga macht Spaß. Es geht jetzt hoch, weil ich erwarte, dass ein großer Kampf kommt. Ihr müsst sterben, auch wenn ihr am Tower steht. Wenn er jetzt einfach drummt, ist sie tot, glaube ich. Er wartet ziemlich lang. Zum Glück nicht zu lang. Der hat noch Mana, also ich muss ihm jetzt hier nicht helfen. Okay, schade. Wenn sie da noch weiter, hätten wir sie gekillt. So, warten wir auf Cooldowns. Guter Kill, wichtiger Kill. Magnus has Dagger. Ah, die fangen ihn ab. Wer fängt hier wen ab? Hey. Das ist so ein doofer Winkel. Das ist so doof, ey. Ich kann da nicht hin. Die sind alle auf dem Verfolgen, weil sie den anderen gekillt haben. Rennen jetzt hier so rein. Hätte ich doch hingehen sollen. Draw ist nicht reingegangen. Ah, nee, ey. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist doof. Ich muss sogar hier gleich raus. Mit TP'n und so. Da komm ich schon vorbei. Reicht mir, glaub, leider. Ich hatte echt Bock, da weiterzumachen. Wir müssen auch Sange kaufen. Ich brauch Tank Guinness gegen die. Lieber Yasha geholt als erstes, aber egal. Das Cutter wird noch ein bisschen Schaden machen. Ich kann's nicht eingehen, wenn die mich da killen, blöd. Noch ein bisschen den Fest-Cooldown und so. Schwieriges Spiel, ey. 16-6 steht's. Ja. Der Storm kommt zu mir. Hoffentlich zeigt er sich nicht, den macht er nicht, sehr gut. Keine Blume. Hoffen wir mal, dass wir die Draw finden. Das ist unser eines Play, was wir haben. Ansonsten werden wir einfach nur von Magnus und Co. zerrissen. Nächster Kill. Ich muss schnell Rage machen, bevor die gastet. Ist tot. Ja, nicht ein Remnant. Ah ne, der Remnant platzt ja mal, wenn er ihn hochschickt. Guter Force von ihr. Nicht genug. Ich könnte mit dem Storm pushen, aber... Ja, ich... Patsch hat so hin und her geschlenkert. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Wahrscheinlich eher Mitte, ne? Zum Glück haben wir Mitte noch den T1, das hilft gerade. Und zum Glück haben wir unten eingerissen. Ich habe noch ein bisschen Space auf der Map, obwohl der Magnus irgendwie gefühlt alles immer holt. Oh. Das Manöver des Elder Titan rettet vor gewohntem. Ich will ein Tier 2. Oh, da ist eins. Ich will direkt 2 sogar. Oh, Dragon Scale oder Orb? Orb ist mehr Schaden. Dragon Scale ist ein bisschen mehr Tankiness. Ah, Bock aufs Orb. Können wir auch das Venom rausnehmen. Fühlt sich recht gut an mittlerweile. Also ist auf jeden Fall stärker als letzten Patch der Lifestealer. Nicht nur, weil er gebufft wurde, auch weil andere natürlich genervt wurden. Oder macht Spaß. Aber ich sehe hier gerade nicht so richtig den Sieg. Gerade gegen die Draw late, ne? Okay, second. Dann komm. Phoenix ist ein schwieriges Ziel. Die denken bestimmt, wir sind ein Stack oder so. So. Wie oft wir das machen. War jetzt nur der Patch, war nicht der richtige. Ich wäre sogar auf die Snap an seiner Stelle gegangen. Aber egal. Bestes ist natürlich immer die Draw. Trotz der Pike. Wenn er noch viel Mana hat, wie gerade zum Beispiel, bleibe ich auch durchaus mein Man fest. Dann
pike die und er kann hinterher zappen und dann komme ich raus. Dann habe ich den Gap close. Ah, ist sehr situativ natürlich. Boah, der ist da immer noch gestanden. Vor allem Timber ist ja eigentlich ein starker Held in dieser Spielphase. Er hat 1-6-0, Mann. So, ich muss hier weg. Vielleicht sogar ragen sollen. Ja, seht ihr? Da hätte ich ragen sollen. Bin zwar mit durchgekommen, aber das muss man nicht riskieren. War mir nicht mehr sicher, ob ich Rage anmachen kann beim TP'en, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dann wird's abgebrochen. Ich muss hier weg, weil es kann sein, dass die hoch TP'en schnell. Ne, sind mit dir gegangen. Okay. Keine Flower brauche ich nicht. Ohne TP ist mir hier mulmig. Ach, ich spiel's mal safe. Leute, das ist wieder so ein Ding. Ich sehe nur weniger auf der Map. Wenn da am Ende dann doch drei oben sind, ne? Ist schade, der Tower-Schaden wäre wertvoll. Okay, Magnus ist da. Kann sein, dass nur die Draw hier kommt. Und der nächste Kill für sie. Okay, Draw hat sich Mitte gezeigt. Wir sind am Kämpfen in der Mitte. Magnus hat sich Elder Titan gegönnt. Mit seiner Harpune. Boah, das Spiel ist hart, ey. Wir sehen auch. Oh, ich glaube ja. Der hat eine Double Damage. Oh, naja. Schade, schade. Ich hatte gehofft, da mal irgendwie hinzurennen und eventuell anzukommen, wenn ein paar Gegner geschwächt sind. Aber die haben ja nicht mal irgendwie HP verloren in diesen Kämpfen. Angriffstempo durch Ghoul Frenzy ist super. Ja, ich brauche Agar, nimm's. Genau die Reihenfolge im Endeffekt. Unbedingt Agar nimmst als nächstes. Kann sogar sein, dass Op of Venom und Op of Corrosion stacken zurzeit, aber ich brauche nur eins. Der Timber ist mal wieder dabei zu sterben. Wenn er ein bisschen, wenn er ein bisschen Space macht, kann ich hier zumindest Mitte pushen. Ich glaube, der lebt aber nicht lang, der hat keine Items. Ah, da ist er schon tot. Viele Tower schon eingerissen, Mitte kriege ich jetzt auch. Zumindest die Tier 1 haben wir. Und wir erst Ogrex. Auch wenn ich Point Booster gerade ganz bequem holen könnte. Unten ist viel Farm, aber unten könnten auch einige Gegner lauern. Was Äquivalent zum Tod wäre. Von mir. Ja, zum Storm. Kann sein, dass die Roche sind. Ich glaube schon. Ne, sind sie nicht. Okay. Unten ist so viel Farm. Sind noch am Lauern unten, glaube ich, die Gegner. So ein bisschen zumindest. Ah, jetzt haben sie sich Mitteweg. Magnus war ja auch schon auf dem Weg in die Mitte. Ah, ne, da ist er wieder. Zeit runter zu gehen. Ich hoffe, das klappt gegen den Phoenix. They are all coming. Careful. They should go back. Oh, der Magnus. Ich kann gar nicht zusehen. Oh Gott. Oh, wie er immer noch einen erwischt, ey. Und wenn er das macht, pushen wir hier. Ist immer eine Lane rauspushen, damit die zurück müssen nach ihren erfolgreichen Kämpfen. Gerade ist ein bisschen probiert, kein TP ab. Das machen wir nicht. Ich werde versuchen, die XP-Runde zu klauen von denen. Vielleicht habe ich Glück und die wurde nicht genommen, weil die sind sehr aggressiv, die Gegner. Timber lebt immer noch. Aber da kann ich nicht auf den Tower. Über zu XP. Schade. Ich habe nichts, um die allein zu töten, den Duo. Problem ist, dass sie eine Pike hat. Ich kann da einfach nicht reinrennen.
is under attack. Radiant structures are fortified. I will fight for tier 2, guys. If you want. Cool, zwar mager, aber wenn sie da pushen, muss ich. Ah, die haben ihn echt bekommen, den Kurier auf dem Rückweg aber erst. Auf dem Hinweg hatte ich noch den Speed, aber auch nicht mehr drauf geachtet dann. Und haben sie scheinbar Vision. Oh, schöner 4. Doch nicht tot, unfassbar! Der Cent, ey! Wer muss schon Centaurenstorm rausbekommen, wenn er irgendwann Hilfe kriegt? Von der sehr gut gemacht, gut spielenden Willow. War auch der Langstead schon ganz ordentlich. Haben sie sich gedacht, ey. Aber irgendwann hatten sie dann alles auf Cooldown. Selbst AP. Und ich bin halt schon recht stark durch meinen ganzen Farm. Geil. Leider kann ich meinen Agar nicht holen. Okay, die gehen da hin. Interessant, ich habe Rage, also. Geh mal zum Team. Ah, schade. Ich hoffe, dass sie noch weiter hinterher rennen. Wir haben einen ganz guten Counter initiiert. I'm leaving here. I'm going away. Ich glaube nicht, dass wir da Tormentor bekommen hätten. Wir könnten den machen. Mein Gedanke war eigentlich, dass ich hier in TP das alles farme und dann das Agar hole. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die eine Minute noch warte einfach. Ja, I'm coming. Fies klappt leider nicht dagegen, glaube ich, aber. Boah, gerade so. Willow kriegt Schad. Ah, das war krass, ey. Dass wir da so lange durchgehalten haben. Mir der Cent wirklich hart geholfen. Ja, ist jetzt egal, ich nehm's. Kurz auch drüber nachdenken, was ich als nächstes kaufe. Skadi ist ganz gut hier. Ist auch allgemein gut auf ihm. Ist sogar hier vollschlagen. Abyssal ist gut. Ja, es ist Skadi oder Abyssal wahrscheinlich. Schad will ich erstmal nicht kaufen. Skadi, Abyssal, Cuirass. KB brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Timber ist, glaube ich, ein bisschen getiltet. Der sollte eigentlich Mediwave da lassen. Aber ist fein. Ich kann nicht weitergehen wegen AP. Der Magnus spielt auch relativ gut. Wenn ich jetzt gegen keine BK Rage-Durchdringer spielen würde, könnte ich noch härter Split pushen. Ich neige hier irgendwie zu Basher und nicht zu Skadi in dem Spiel. Oh, Daedalus fällt mir gerade ein. Daedalus ist tatsächlich auch nicht so schlecht hier. Aber ich glaube, ich brauche Sustain. Die werden mit allem, was sie haben, mich versuchen, die ganze Zeit zu töten. Wenn ich Daedalus will, brauche ich nicht davor Movement, Attacks. Ich brauche keine Cures davor. Nicht mit dem Helden, nicht mit Agar. Axt, Tunic. Tunic finde ich ganz gut hier. Ja, ne? Oh, mein Becher. Ich hab ihn fast, den Becher, aber ich hab den Verdacht, die sind entweder bei Roche oder im 5-Mann-Smoke. Weil durch diese einen Kampfniederlage spielen sie jetzt natürlich ein bisschen solider wieder. Den Gegner. Hab mich da gesehen. Die wissen, dass ich hier bin. Lebenstropfe Open Wounds, ja. Diese Buff fürs Infestziel, gerade mit Agar nimmst. Also entwaffnen will ich natürlich im Optimalfall die Draw. Aber das werden wir situativ entscheiden. Slowt ja auch, macht Schaden und so weiter. Ich glaube, ich werde einfach Rage abwarten und nach der Rage die Ulti benutzen. Ist nur gefährlich wegen AP dazwischen. Weiß jetzt nicht, ob mir das so gefällt. Wir haben nicht das beste Roche-Line-Up. Wir haben nicht so gute Vision. Oh.
ist halt auch auf Cooldown, ne? Na egal. Bash. Nice. Reicht. Der Bash, ey, der Bash zahlt sich aus. Hätte mich früher abhielen müssen. Hätte mich auf jeden Fall früher abhielen müssen. Der Magnus. Echt lang gedauert. Ha, gefailed. Sonst wäre die Supernova vielleicht durchgegangen. Tech Roche. I'm coming. Der Whistler ist gar nicht schlecht hier direkt. Einfach wegen dem Gap Close mit dem Storm zusammen gegen die Duo. Ich sollte trotzdem nicht mehr in Fastbonds machen. Es war da so geil und so verlockend gegen die Duo, wisst ihr. Aber es ist viel nicer, wenn ich es auf sie einfach mache und sie dann mit mir wegpiked oder so. Okay, ja. Haben wir Rosh nicht genommen? Nee, ne? Ja. Ich meine, ich wollte auch noch hinkommen und helfen. Zwei Tower sind auch gut. Für den holen und dann zu meinem Team schnell. Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig. Einer ist schon mal tot, aber es ist ja nur unser Timber. Ah, der Kampf sieht nicht gut aus. Tor hat BKW. Das ist nicht gut. Aber vielleicht kommt mein Team noch. Kommt schon, Leute. Ich habe sie alle fast allein getötet. Entwaffnet. Nee. Ich wollte lieber den Magnus, aber das hatte ich aber nicht mehr bekommen. Mehr geht nicht mehr. Alter, ist Kevin wie gerade so hartes Spiel. Aber es gewonnen, also gewonnen ist natürlich noch lange nicht. Da muss man nochmal abwarten. Invis spare ich. Ah ne, ich nehme sie einfach. Nicht, dass sie irgendwie blöd nehmen. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt gebrauchen können bei unseren Helden. Der Storm hätte zwar eine Bottle, aber der Sept hier rein. Alter, wir haben schon 500 Bonusleben. Gar nicht so wenig mittlerweile. Gehen wir da hin zum Timber, der gerade wieder stirbt. Hat Pipe. Er geht Agar an. Agar ist schlau hier. Ich glaube nicht, dass sie Nullifier für ihn haben. Naja. Irgendwas nicht gepeilt und Rosh ist nicht mehr ab. Ich glaube, er ist da, oder? Jetzt die Frage, gehe ich Daedalus, gehe ich wegen dem Bash noch mehr Attack Speed, gehe ich einfach MKB vielleicht sogar, falls ihr noch Butter kauft später. MKB gibt mir ja ganz gut eine Attack Speed, ne? Naja, 45 nochmal. Ja, let's go. Aber es ist irgendwie, ich glaube es ist Daedalus. Ich habe das Gefühl, ich habe genug Sustain, hoffentlich bereue ich das nicht, weil wenn ich sterbe, ist der Kampf vorbei. Scheiß auf Buyback. Obwohl. Ich will keinen Festbeam benutzen mehr gegen sie. Also mit. Direkt der Bash. Kannst abwarten. Bash sie! Bash sie! Scheiß auf das Phoenix-Ding, ich renne hinterher. Oh, ein bisschen. Ah, jetzt auch egal. Leute, wir haben es gewonnen. Ich fasse es nicht. Saugeil. Ich glaube, wir haben es gewonnen. Noch nicht ganz, aber jetzt sieht es natürlich richtig gut aus. Ich würde so gern Mitte farmen, aber das mache ich jetzt nicht. Also, so lang laufen ist halt sehr greedy. Ne? Dann brauche ich lang, bis ich wieder da bin. Ist hier leider so falsch, dass ich nicht damit durchkomme. Das kann ich nicht tun.
Fühlt sich besser an, jetzt den Bracer rauszuschieben als früher, weil er halt nicht mehr die Stats verdoppelt. Oh, ich fortify mal bei uns nicht. Dafür respawn die zu schnell. Ich hab mein Team hinter mir, ja. Das war nicht gutes Agger. Schlecht gespielt von mir. Einen anderen aggern sollen, die Dwarf aggern sollen für die Entwaffnung. Bash? Oh, schade. Hätten wir, glaube ich, zwei töten können. Hab ich das richtig gespielt? Wir müssen auf AP achten. Okay, Magnus. Ich muss nur Rage rauskriegen, bevor er AP rausbekommt, damit er mich nicht skewern kann. Ohne Rush. Mir egal. Ja, ich bin halt vom Wreckhead runtergestuft worden, als ich so lange im T1 nicht gespielt habe. Das ist auch, hat auch seine Vorteile in-game. Entwaffnen wir den mal. Na komm, mach AP. Buyback, ich glaube, ich bin tot, oder? Ah, leider hatten sie noch den Slow. Oh! Oh! Oh mein Gott. Es ist aber auch einfach mein Game, ey. Das haben sie eigentlich gut gemacht. Ich habe den Fehler gemacht, zum Ei zu rennen in einer Sekunde. Magnus hat es ganz gut gemacht. Lebensraub und Schaden durch Feast, ja klar. Einfach weil es Spaß macht. Rage ist auch gut hier. Wir nehmen das, was Spaß macht. Bracer nicht verkauft, alles egal. Der weiß nicht, dass die nicht bei mir sind. Ja, incoming. Deshalb kann ich das machen. Dass meine Teammates nicht bei mir sind. Aber sie haben natürlich recht, wir sollten schon lange mal rushen. Wir wollen ja die Null stehen lassen. Wir haben eine Chance, dass das passiert, wenn ich Aegis bekomme. Wir haben nur eine Lane gekriegt. Aber wir haben auch ein Buyback forciert. Ein wichtiges sogar. Mit dem Mac. Die Frage, was man da jetzt austauscht. Wahrscheinlich Face Boots. Jetzt hätte ich gern das Talent mit dem Bewegungstempo, scheiße. Ich könnte auch SNY austauschen. Aber es gibt ja auch ein bisschen Movement Speed. Radiance will ich echt behalten noch in den Kämpfen. Ich hätte es ihm auch gelassen, dem Storm in einem anderen Spiel. Aber in dem bin ich halt sehr, sehr stark. Also mein Movement Speed ist immer noch ganz gut, ey. Krass eigentlich. Höher als ich dachte sogar. Das ist einfach die Passive plus Saint Shinyasha. Saugeil. So, wir pushen noch ein bisschen hier. Your middle tower is under attack. Der Hook war gar nicht so schlecht. Irgendwie habe ich, keine Ahnung, gedacht, ich weiche dem cooler aus oder so. Ich stehen die ordentlich hinter mir. Und nicht neben mir, meine Teammates. Ah, I don't like this. Okay. Na, Taxi?
Oh, shit. Oh. Der sollte da nicht so nah rangehen. Scheiße, ich muss noch warten. Ding Rage. Ich hätte früher in ihn reingesollt. Er hat meine Range und mir nicht vertraut. Die scheiß Hooks, die haben so einen kranken Highground irgendwie, die Gegner. Wir haben nichts bekommen da irgendwie. Aber die Willow hat sich auch blöd erwischen lassen, das muss man leider sagen. Ich werde die Face Boots verkaufen, hätte ich gerade schon in der Base machen sollen. Kurier herholen. Und als letzte Item ist erstmal Swift Blink. Klar, ich kann auch Blessing kaufen und den ganzen Kram. Die Itemwahl musste sein. So. Geben dir mal das und das. Was gibt's denn hier feines? Rattle Cage vielleicht einfach? Könnte ganz gut sein, ne? Das ist besser als meine Tunic. Ogre Seal? Hm. Situativ auch nicht schlecht. Ich nehme mal Rattle Cage. Ich meine, Rüstung kann ich schon gebrauchen, ne? Na komm, machen wir einfach. T4 gegen T3. Das könnte ein Einzelspiel sein, wo T3 nicht schlechter ist. Weil wir jetzt keine Evasion. Also wir haben noch Evasion mit Radiance. Die geht Butterfly jetzt tatsächlich. Wir hätten wenigstens die Lane kriegen müssen. Das war echt kein guter Kampf, Mann. Ich will das Spiel nicht verlieren. Ich kaufe mal trotzdem eher Swift Blink, glaube ich, jetzt, ne? Als, das machen wir so nicht, das ist Quatsch. Warten wir noch. Als MKB und Blessing. Das ist einfach ein ewiger Weg bis MKB und Blessing. Wir können smoke 5-Man, guys. Fight outside their base somehow. I think they're getting stronger. Was denn da? I take double damage. And then we go. Ich sollte in den Storm rein. Auch wenn ich dann keinen Dings hab mehr. Auch wenn ich gesmoked bin und alles. Hier ist es echt ganz gut, weil wir irgendwas auf der Lane sehen, wie zum Beispiel gerade den Magnus, dann kann er den jumpen. Er hat leider keinen Hex, das ist trotzdem gut. Nicht gekriptet. Das dann? Ich war das Cure. Und Alter, unfassbar. Einfach nur für die Party am Ende noch die Ulti. Eieiei, ey. Huh. Huh. Was ein unglaublich episches Spiel, Mann. Ist Lifestealer für mich erschaffen worden als Held? Natürlich jedes einzelne Lifestealer-Spiel so gelaufen bei mir, dass ich hier gespielt habe. Wow. Was ein abartiges Game, ey. Und die durften auch. War es ein 5er-Stack? Oder was ist hier gerade passiert? Heiliger, ich glaube ja. Boah, ich bin hier alleine in der Solo-Queue und muss mich gegen 5 behaupten. Jetzt will ich aber Comments von allen und ich will den MVP. Dankeschön. Dass wir das gewonnen haben, Mann. Das war so schwer irgendwie. Aber richtig, richtig geil. Manchmal sau knapp gewesen. Ja, und es waren 4 gegen 5. Sie haben mich nicht geflamed. Ich werde die jetzt kommenten, weil ich einfach stolz auf meine Leistung bin und einen Comment zurück möchte. Ich war so konzentriert in den letzten Kämpfen. Ich kann gar nicht mehr reden. Sehr viel Schaden gemacht.
Sie geben mir keine Comments. Sie wollen nicht wieder mit mir spielen. Ja, das hat sie zu sehr beeindruckt, Kappa. Haben nicht geflamed, als wir hinten lagen. Haben auch viel mit mir gespielt, gerade der Storm und so. Alter, fuck, ey. Ja, ich meine, vielleicht hilft es uns dabei, wieder ins andere Bracket zu kommen, wieder ein bisschen höher zu kommen von den Rank. Also da ist ja eh immer alles gemischt, ne? Ich bin wahrscheinlich trotzdem noch knapp Immortal und so, aber in Unranked kriegst du ja irgendwas aufgetischt, je nachdem, wer gerade sucht und so. Vor allem, wenn man selber auch länger sucht. Aber ja, in letzter Zeit gab es eher niedriges Level, weil ich glaube, ich durch meine lange Inaktivität in-game ein bisschen gesunken bin und weil ich auch ein paar Niederlagen hatte. Da ist sowas dann ein schönes Gegenwerk. Das fand ich war ein richtig krasses Game, ey. 15-0-14. Und ich will nicht lügen, es war manchmal knapp, aber es hat dieses Mal nicht sein sollen für sie. Diesmal konnten sie mich irgendwie nicht töten. Und dann auch noch ganz am Ende mit den Open Wounds gegen die Snap und so. Uiuiui, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Resttag. Haut rein.